Heute haben wir das Glück, als Radioleute bei einem Trainingslehrgang des Rollstuhlbasketballs des Juniorenkaders Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz dabei sein zu können und haben auch die Gelegenheit genutzt, einige der Spieler zu interviewen. Ich bin der Thomas Gumpert und bin 21 Jahre alt. Ich bin der Christian Gumpert, bin auch 21 Jahre alt. Wir sind Zwillinge, die einzigen in Deutschland sogar, die Rollstuhlbasketball spielen. Wie seid ihr auf die Sportart gekommen? Ja, die Krankheit kam halt mit 14 rum und dann wollten wir halt noch sportlich aktiv bleiben. Wir haben erst Fußball gespielt, es ging halt nicht mehr so gut, wollten wir halt beide einen Sport machen, dann sind wir halt hierher gekommen. Also erst in Ludwigsburg haben wir angefangen, dann haben wir Heilbronn und Heidelberg dann jetzt. Das spielen wir dann, ja. Also ihr spielt zusammen in einem Team und nicht gegeneinander? Ja, wir spielen zusammen in einem Team, genau. Ja. Habt ihr auch sowas wie einen Konkurrenzkampf, auch wenn ihr in einem Team spielt, das jetzt euch vielleicht pusht und einer ist besser als der andere? Ja, im Training ist es meistens so, dann sieht man, alles besser muss man nachziehen, also es ist schon ein Wettkampf. Ist aber auch meistens tagesformabhängig, wenn es einem nicht gut geht, dann ist der andere klar besser, aber im Schnitt sind wir immer gleich gut. Wie weit hat denn die Sportart euer Leben verändert? Der hängt schon ziemlich arg der Sport an uns, also ohne wäre es schwer, müsste man sagen. Ja, ohne Sport können wir jetzt auch nicht leben. Man opfert zwar viel Zeit, aber es macht auch Spaß. Man lernt Leute kennen und das ist halt der Spaß daran. Viele Leute kennen ganz Deutschland. Vor der Erkrankung habt ihr da noch andere Sportarten gemacht? Ja, wir haben Fußball gespielt zusammen in der Abwehr. Könntet ihr euch jetzt auch noch so ein Leben ohne Basketball im Rollstuhl vorstellen? Schwer zu sagen. Also generell ja, man denkt immer das Positive dran, aber man nimmt es halt, wie es Leben kommt, würde ich mal so sagen. Wie haltet ihr euch fit? Ja, wir trainieren halt zweimal die Woche, haben wir Training und ja, Freizeit halt, bisschen joggen oder so. Und das war's eigentlich schon im Großen und Ganzen. Da tut man den Wurf trainieren und in der Offseason tut man dann die Ausdauer mit dem Rollstuhl fahren, also Weinberge hoch und runter fahren oder Ausdauertraining mit dem Rollstuhl. Und dann zum Saisonanfang tut man wieder ins Schuss trainieren. Also es ist immer abwägend, wann die Saison ist, wie man trainiert, wie der Trainingsplan ist. Ihr habt ja auch erzählt, dass eure Freunde euch da unterstützen und das gut aufgenommen haben. Spielt ihr dann auch manchmal so gegen die Basketball? Ja, so nicht oft. Meistens dann auf dem Hartplatz draußen so ein bisschen rumballen. Also so spaßeshalber spielen wir dann immer. Wie funktioniert denn das Rollstuhlbasketball? Die Rollstuhlbasketball ist im Grunde ein bisschen also aggressiver als normaler Basketball, muss man sagen. Wir haben die gleiche Feldgröße, die Körper hängen in derselben Höhe und man spielt nicht wie in manchem Fußgängerbasketball mehr 1 gegen 1, sondern mehr im Team. Also hier ist fahrtechnisch ist ziemlich viel zu bieten, was man anbieten kann und wurftechnisch ist halt ein anderer Wurf als in der Basketballliga, was man antrainieren muss. Habt ihr euch auch schon mal jetzt beim Rollstuhlbasketball größere Verletzungen zugezogen? Durchs Umfliegen, da ist manchmal meine Hüfte, ich tue da weh, aber und was häufig halt aufkommt, ist, wenn man den Ball auf die Finger bekommt, dass dann der Kapselriss ist, aber große Sachen ist mir jetzt noch nicht passiert. Ja, ich hatte schon Kniescheibenanbruch, aber es geht ja. Was für Positionen spielt ihr? Ja, wir sind Forward. Wir trailern die Sender meistens rein oder fahren Fast Breaks. Also einer der schnelleren Spieler auf dem Spielfeld, die Sender in die Zone reinbringen. Oder halt, wenn wir Überzahl sind, sind wir meistens mit vorne dabei. Wie kannst du das so taktisch ordnen? Also, dass du jetzt so schnell reagierst und den Ball dann hinterher kommst? Oder? Ja, Power Forward sind meistens die Spieler, die schnell umschalten, also auch schnell fahren meistens, schnell umschalten von Defense in Angriff, um andere Leute zurückzuhalten oder wegzukreuzen, dass wir in eine Überzahl kommen. Dafür sind die Power Forwards da. Und wenn wir dann 5 gegen 5 haben, dass die Senders einfacher haben, in die Zone zu kommen, dass dann man denen den Ball geben kann, dass die Sender auch in die Zone kommen können. Ihr habt ja erzählt, dass ihr ganz arg Unterstützung von euren Freundinnen bekommt. Und wie ist das von eurer Familie? Unsere Familie unterstützt uns auch viel. Meine Mom macht viel für den Rollstuhlbasketball. Meine Familie ist auch oft dabei spielen und guckt zu, feuert an. Das ist bei dir wahrscheinlich ja, genau.